Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 143 von Agorion. Ja, letztes Mal haben wir das Schiff schon ein bisschen angefangen zu erweitern. Das machen wir in dieser Folge da weiter. Das Ganze nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, jetzt haben wir hier das ein bisschen größer. Jetzt schauen wir mal, dass wir... Rollen ging gut, der Rest ging schlecht. Das heißt, wir müssen da weiter ansetzen. Die Korrekturdüsen waren zwar ganz interessant, aber wir brauchen... Haben wir das hier? Ne, haben wir nicht, ne? Trägheitsdämpfer, ne? Ich glaube, Korrekturdüsen sind das. Ne, haben wir hier nicht drin. Das war der Gyrophalanx, glaube. Den... Ja, wie bauen wir den hier hin? Rollen ging gut, das brauchen wir also nicht ändern. Das bedeutet, wir werden den drehen. Und zwar so. Ich hoffe, der ist jetzt in der Mitte. Ist er natürlich nicht. Dann machen wir den lieber nochmal weg. Ich glaube, da wird die Mitte sein. Okay, und dann machen wir den auf der anderen Seite auch nochmal. Allerdings drehen wir den da wieder. Und zwar müssen wir den kippen. Ich glaube, so ist richtig, oder? Okay, dann schauen wir mal, wie die Flugeigenschaften jetzt geworden sind. Da hat sich jetzt nicht viel getan. Ich glaube, wir sind da noch in der passenden Größe da. Gut, das bedeutet, wir können das auch gleich wieder wegnehmen. Mal zu klein. Noch größer bauen. Allerdings... Ja. Und hier müssen wir nochmal dann drehen, ne? Wie war der da? Der war es waagerechter. Das heißt, hier müssen wir uns fürs Neigen entscheiden, oder? Ja, das wäre richtig. Und dafür haben wir jetzt nicht genug Rohstoffe. Das bedeutet, der muss ein klein bisschen kleiner sein. Shit. Jetzt passt das natürlich mit dem Gegenüber nicht, ne? Dann mache ich den aber nochmal weg. Und mache den nochmal dahin. Und zwar gerollt in die Richtung. Ich hoffe, die sind jetzt richtig. Sieht erstmal so aus, ne? Meilenstein freigeschaltet, bau ein Schiff mit 12 Subsystemsockeln. Ah, wir haben einen Sockel dazu gekriegt. Sehr gut. Also jetzt kann man damit, glaube ich, leben, wie er sich dreht, ne? Und jetzt noch so, aber das sieht gut, das sieht sogar besser aus, so wie so. Aber eigentlich soll es nichts machen. Okay, dann haben wir das auch. Ja, drehen, rollen ist richtig top, ne? Wir sind hier so viele Schiffe, viele Stationen, doch sind auch Schiffe so viele. Eine Fregatte, okay. Subsysteme haben wir jetzt. Jetzt lass uns mal gerade da reinschauen. Da gibt's das nächste. Und da soll der rein, ne? Kornier benötigt 0. Bergarbeiter benötigt 0. Einziger kann nur einmal installiert werden. Ersetzt kann nur hier. Kann ich das auch fest installieren? Könnte ich auch, aber ich glaube, brauche ich nicht. Ah, doch, muss ich haben. So, jetzt können wir die Leute alle rausschmeißen, ne? 4 Raumjägerstaffeln haben wir jetzt dazu gekriegt. Wow, das haben wir so lange gesucht und das kriegst du durch einen so einen Teil hier jetzt einfach so dabei, ne? Ja. Gut, okay.
Das haben wir jetzt erledigt sozusagen. Hast gesehen, wie schnell der rollt? Wow. Das haben wir erledigt. Jetzt, ach, was haben wir denn da noch? Ein Ausrüstungsdock. Sollten wir uns auch mal angucken, ne? Aber wir brauchen ja ein größeres Schiff, hatten wir gesagt, ne? Oder? Also Flugeigenschaften sind jetzt schon mal top, würde ich sagen. Geschützt ist es natürlich gar nicht. Panzerung muss dann auch noch rein. Und Schild, aber momentan fehlt uns jetzt, glaube ich, der Rohstoff Trinium. Hier 7000 nur noch. Oder wir müssen mit Nanonit weitermachen. Da haben wir noch genug von. Ja, würde ich jetzt so vorschlagen, dass wir Nanonit nehmen, ne? Nanonit. Das haben wir alles schon mal. Quartiere. Da brauchen wir eigentlich, glaube ich, eher nicht. Frachtraum wäre dann noch eher interessant. Triebwerk. Smarte Hülle. Fensterlose Hülle. Docks. Geschützrotationsfixierung. Nee. Also Kern können wir noch hier gebrauchen, ne? Schildgenerator. Ich wollte nicht irgendwas lesen, ich wollte den einbauen. Schildgenerator. Achso, das sind zwei jeweils nebeneinander. Okay. Aber ich würde den jetzt Steuerung C, Steuerung V machen. Dann habe ich die Höhe schon mal. Und würde jetzt dann den Schildgenerator da auswählen. Und würde den jetzt noch eine Spiegelachse verpassen. Und würde jetzt so, dass wir den da noch reinkriegen. Ne, das war der falsche. Jetzt haben wir gerade so. Mach das mal zu, das gefällt mir nicht. Ist das dann zu? Ich will es hoffen, ne? Sieht doch erstmal gut aus, oder? Ich glaube, da ist eine kleine Kante dazwischen. Ja, ist es. Und da ist es auch nicht richtig geworden. Nochmal weg. Kriegt man das denn hin, dass das passt? Höhe ist dann identisch, ja. Höhe ist identisch. Aber so ist nicht richtig. So ist richtig. Jetzt müssen wir noch da so haben. Ich baue es mal so rein und gucken wir mal, wie es geworden ist. Ja, ist in das Geländer rein, das ist jetzt nicht schlimm. Jetzt müssen wir nur gucken, geht das hier auch? Okay, da sieht man es natürlich schlecht mit den Kernen da. Ne. Dann eher so, ne? Mal die Spiegelachse für das Bild weg, dann komme ich da auch hin. Ich glaube, so ist gut. Ach, da passt es nicht. Entfernen. Und D war es, ne? Ja. Und gucken wir mal, ob es jetzt wieder auch passt. Sieht gut aus, oder? Ja. Da ist eine schöne Tanzfläche jetzt. Bisschen bunter, bisschen schöner, ne? Ingenieure fehlen uns jetzt. Rechenleistung. Okay, das ist ja cool. Da sieht man hier, wenn es bis zum nächsten ist. Sehr schön. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, Schildgeneratoren haben wir.
Da machen wir schon. Was haben wir hier? Energiecontainer brauchen wir nicht. Generator haben wir. Integritätsfeldgenerator. Okay. Wollen wir auch einbauen? Bauen wir mal hier hin. Könnte so sein. Sieht so aus, als ob der dann nicht so dolle wird, ne? Schade, groß genug ist es, aber jetzt müssen wir nur da dran kommen. Ich glaube, das ist die richtige Kante. Ja. Und jetzt baue ich das da so hin. So. Fliegen wir mal. Okay. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist erschienen. Die Zoo, dann gucken wir mal Ecke. Okay. Ja, das macht erstmal einen guten Eindruck noch. Noch ist alles prima. Schauen wir nochmal ins Baumenü. Generator hatten wir. Computerkern, den gibt es in diesem Material nicht. Ach so, den gibt es nur in Blau. Wieso das? Nee. Wo ist er denn jetzt hier, der Computerkern? Nee, gibt es in Gelb nur. Doch, den gibt es auch in Blau. Aber leider kein Trinium mehr da. Das ist erstmal alles gut. Wir haben nur zu wenige Ingenieure. Vielleicht Ingenieure erstmal gucken, dass wir die kriegen. Wo ist hier eine Station jetzt? Wir waren noch ziemlich nah an einer dran, ne? Sind wir schon so weit weggeflogen? Ne, die war das dann nicht. Wo ist denn jetzt die Station, die wir hier gerade hatten? Hä? Gibt's doch gar nicht, oder? Schiff als Reiter, ja. Nee, V-Volt, F-Volt die nicht. Was war denn das zweite hier? Ah, wegen den Ingenieuren. Tja. Ressourcendepot. Bin ich schon so weit weg von irgendwas geflogen, könnte sein, ne? Könnte sein. Okay, Trägheitsdämpfer sind da noch gefragt, wahrscheinlich. Haben wir schon kein Power mehr? Muss der schon laden? Aber könnte mit den Ingenieuren zu tun haben, ne? Guck
Co. anheuern. Wir brauchen. Ja, ein paar brauchen wir. Die haben mehr Mechaniker, aber wir brauchen Ingenieure. Dann müssen wir normale Mitarbeiter hier haben. 12, ne? Nehmen wir 25 mit. Anheuern. Leute auswählen. Und einer noch, dann, ne, zwei, dann reicht's. Kapitän haben wir hier alle an Bord, okay. Dann ist das erstmal genug. So, jetzt kommt der Ladebalken da auch langsam hoch. Okay, jetzt sieht's auch gut aus mit dem Fliegen. Okay. Das ist ein schickes Tor. Macht erstmal einen guten Eindruck, oder? Schiff ist größer, jetzt müssen wir nur schauen, wie wir den noch weiter ausbauen. Aber ich mache mal hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.